Almanca, orta seviye 36. Lütfen üye olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Vergessen Sie nicht, das Video zu abonnieren. Biraz daha patates salatası alırsam sorun olur mu? Ist es okay, wenn ich noch etwas Kartoffelsalat nehme? Ist es okay, wenn ich noch etwas Kartoffelsalat nehme? Evet. Lütfen istediğiniz kadar alın. Ja. Bitte nehmen Sie so viel, wie Sie möchten. Ja. Bitte nehmen Sie so viel, wie Sie möchten. Kahvene krema ve şeker alıyor musun? Nehmen Sie Sahne und Zucker in Ihren Kaffee. Nehmen Sie Sahne und Zucker in Ihren Kaffee? Evet, lütfen. Sadece az bir krema alırım ama şeker çok. Ja, bitte. Ich nehme nur etwas Sahne, aber viel Zucker. Ja, bitte. Ich nehme nur etwas Sahne, aber viel Zucker. Lütfen oturun. Bitte setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Fotoğrafını çekebilir miyim? Darf ich dein Foto machen? Darf ich dein Foto machen? Gerçek bir acil durumumuz olursa kontrolü kim ele alacak? Wer übernimmt die Kontrolle, wenn wir einen echten Notfall haben? Wer übernimmt die Kontrolle, wenn wir einen echten Notfall haben? Arkadaşım ve ben plaj boyunca koşu yaptık. Mein Freund und ich sind am Strand entlang gelaufen. Mein Freund und ich sind am Strand entlang gelaufen. İşine bakabilir miyim? Darf ich einen Blick auf Ihre Arbeit werfen? Darf ich einen Blick auf Ihre Arbeit werfen? Bir kadının evlendikten sonra kocasının soy ismini alması normaldir. Es ist normal, dass eine Frau nach der Heirat den Familiennamen ihres Mannes trägt. Es ist normal, dass eine Frau nach der Heirat den Familiennamen ihres Mannes trägt. Amcasının kalp ameliyatı ile ilgili kötü haberi nasıl aldı? Wie nahm sie die schlechte Nachricht über die Herzoperation ihres Onkels auf? Wie nahm sie die schlechte Nachricht über die Herzoperation ihres Onkels auf? Yüzlükten sonra, John 10 dakika dinlendi. Nach seinem Schwimmen machte John eine 10-minütige Pause. Nach seinem Schwimmen machte John eine 10-minütige Pause. Kuzey Amerika boyunca otobüsle bir gezi yapmak istiyorum.
Ich möchte eine Reise durch Nordamerika mit dem Bus unternehmen. Ich möchte eine Reise durch Nordamerika mit dem Bus unternehmen. Ne meydana geldi? Was ist passiert? Was ist passiert? Ciddi bir araba kazası meydana geldi. Es kam zu einem schweren Autounfall. Es kam zu einem schweren Autounfall. Ne zaman meydana geldi? Wann hat es stattgefunden? Wann hat es stattgefunden? Kaza birkaç dakika önce gerçekleşti. Der Unfall ereignete sich vor wenigen Minuten. Der Unfall ereignete sich vor wenigen Minuten. Kaza nerede meydana geldi? Wo hat sich der Unfall ereignet? Wo hat sich der Unfall ereignet? Park ve çiçek sokaklarının köşesinde meydana geldi. Es fand an der Ecke Park and Flower Streets statt. Es fand an der Ecke Park and Flower Streets statt. Neden meydana geldi? Warum fand es statt? Warum fand es statt? Kaza meydana geldi, çünkü sokaklarda buz var. Der Unfall ereignete sich, weil Eis auf den Straßen ist. Der Unfall ereignete sich, weil Eis auf den Straßen ist. Bu pasta 6 muz, 4 yumurta, 1 bardak fındık ve çok az şeker ister. Dieser Kuchen enthält 6 Bananen, 4 Eier, eine Tasse Nüsse und sehr wenig Zucker. Dieser Kuchen enthält 6 Bananen, 4 Eier, eine Tasse Nüsse und sehr wenig Zucker. Bebeğinin doğumundan endişelendim çünkü 2 doktor ve 3 hemşire gerektirdi. Ich machte mir Sorgen, weil die Geburt ihres Babys 2 Ärzte und 3 Krankenschwestern brachte. Ich machte mir Sorgen, weil die Geburt ihres Babys 2 Ärzte und 3 Krankenschwestern brachte. Kral ve kraliçenin Mississippi Nehri boyunca olan yolculuğu neredeyse 2 hafta sürdü. Die Fahrt des Königs und der Königin über den Mississippi dauerte fast 2 Wochen. Die Fahrt des Königs und der Königin über den Mississippi dauerte fast 2 Wochen. Karar vermesi her zaman uzun zaman alır. Er braucht immer eine lange Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Er braucht immer eine lange Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Bu yeni ofis ekipmanı çok para götürecek.
Diese neue Büroausstattung kostet viel Geld. Diese neue Büroausstattung kostet viel Geld. Hemşire olmak özel bir tür insan gerektirir. Es bedarf einer besonderen Art von Person, um Krankenschwester zu sein. Es bedarf einer besonderen Art von Person, um Krankenschwester zu sein. Onu uykuya sokması ilacından sadece iki damla aldı. Es brauchten nur zwei Tropfen seiner Medizin, um ihn einzuschlafen. Es brauchten nur zwei Tropfen seiner Medizin, um ihn einzuschlafen. Dairenize gitmemiz ne kadar sürecek? Wie lange dauert es, bis wir in Ihre Wohnung gehen? Wie lange dauert es, bis wir in Ihre Wohnung gehen? Temiz bir bandaj koymadan önce kirli bandajı çıkardım. Ich habe den dreckigen Verband abgenommen, bevor ich einen sauberen angelegt habe. Ich habe den dreckigen Verband abgenommen, bevor ich einen sauberen angelegt habe. Çocuğu ata kayacak kadar güçlü değil, ama onu oradan alabilir. Sie ist nicht stark genug, um das Kind aufs Pferd zu setzen, aber sie kann es ausziehen. Sie ist nicht stark genug, um das Kind aufs Pferd zu setzen, aber sie kann es ausziehen. John parasını bankaya yatırıyor ve karısı onu geri çekiyor. John gibt sein Geld in die Bank und seine Frau nimmt es heraus. John gibt sein Geld in die Bank und seine Frau nimmt es heraus. Yardımcım eski lavaboyu mutfaktan çıkardıktan sonra yenisini koydum. Nachdem mein Helfer die alte Spüle aus der Küche geholt hatte, stellte ich eine neue ein. Nachdem mein Helfer die alte Spüle aus der Küche geholt hatte, stellte ich eine neue ein. Kötü çocuk, İngilizce kitabımızdan çakıyla bir sayfa çıkardı aldı. Der böse Junge zog mit seinem Taschenmesser eine Seite aus unserem englischen Buch. Der böse Junge zog mit seinem Taschenmesser eine Seite aus unserem englischen Buch. Bir polis bıçağı çocuktan aldı. Ein Polizist nahm dem Jungen das Messer weg. Ein Polizist nahm dem Jungen das Messer weg. Kelimeleri ağzımdan aldın. Du hast die Worte aus meinem Mund genommen. Du hast die Worte aus meinem Mund genommen. Bu Çin tıbbı tüm kas ağrınızı giderir. Diese chinesische Medizin nimmt all ihre Muskelschmerzen weg. Diese
diese chinesische Medizin nimmt all ihre Muskelschmerzen weg. Tamam. Yeni Fransız bisikletini parçalara ayırdın, ama onu tekrar bir araya getirebilir misin? Okay, Sie haben Ihr neues französisches Fahrrad auseinandergenommen, aber können Sie es wieder zusammenbauen? Okay, Sie haben Ihr neues französisches Fahrrad auseinandergenommen, aber können Sie es wieder zusammenbauen? İspanya Kralı İngiltere Kraliçesini nereye götürdü? Wohin brachte der König von Spanien die Königin von England? Wohin brachte der König von Spanien die Königin von England? Kısa bir tatil için onu Akdeniz'deki bir adaya götürdü. Bir gemiye mi bindiler yoksa bir uçağa mı? Er brachte sie für einen kurzen Urlaub auf eine Insel im Mittelmeer. Haben Sie ein Schiff oder ein Flugzeug genommen? Er brachte sie für einen kurzen Urlaub auf einer Insel im Mittelmeer. Haben Sie ein Schiff oder ein Flugzeug genommen? Bir gemiye bindiler, çünkü hava mükemmeldi. Sie nahmen ein Schiff, weil das Wetter perfekt war. Sie nahmen ein Schiff, weil das Wetter perfekt war. Yeni ipek elbiseni dükkana neden geri götürdün? Warum haben Sie Ihr neues Seidenkleid mit in den Laden gebracht? Warum haben Sie Ihr neues Seidenkleid mit in den Laden gebracht? Dükkana geri götürdüm çünkü yanlış bedendi. Ich brachte es zurück in den Laden, weil es die falsche Größe hatte. Ich brachte es zurück in den Laden, weil es die falsche Größe hatte. Joe'nun partisine ne götürsek? Was sollten wir zu Johns Party mitnehmen? Was sollten wir zu Johns Party mitnehmen? Neden en sevdiği kırmızı şaraptan bir şişe almıyoruz? Warum nehmen wir nicht eine Flasche seines Lieblingsrotweins? Warum nehmen wir nicht eine Flasche seines Lieblingsrotweins? Çiftçiler Ekim ayının ortasından önce bütün elmaları toplayacaklar. Die Bauern nehmen alle Äpfel vor Mitte Oktober auf. Die Bauern nehmen alle Äpfel vor Mitte Oktober auf. Yağmur inmeden önce kadın ailenin kıyafetlerini topladı. Die Frau zog die sauberen Klamotten ihrer Familie ein, bevor der Regen fiel. Die Frau zog die sauberen Klamotten ihrer Familie ein, bevor der Regen fiel. Balıkçılar, denize son çıktıkları en son seferdekinden daha fazla balık topladılar. Die Fischer nahmen mehr Fische auf,
als Sie das letzte Mal im Meer waren? Die Fischer nahmen mehr Fische auf, als sie das letzte Mal im Meer waren. Bu kitapta yer alan tüm bilgileri özümsemek onun için zor. Es ist schwierig für ihn, alle Informationen, die in diesem Buch enthalten sind, aufzunehmen. Es ist schwierig für ihn, alle Informationen, die in diesem Buch enthalten sind, aufzunehmen. Şirket geçen yıl ne kadar para topladı? Wie viel Geld hat das Unternehmen letztes Jahr eingesammelt? Wie viel Geld hat das Unternehmen letztes Jahr eingesammelt?